wir sind heute in Koblach und zwar hat der Koblacher Beck ab heute eine besondere Spezialität und zwar den Corona-Impfstoff-Krapfen. Wir sind jetzt mal da, ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was in dem Krapfen genau drin ist, fragen nach, wie es bei der Kunde ankommt. Ja, grüß dich, wir sind der Koblacher Beck, ich bin der Michael, meine Frau Heike ist auch noch da. Wir haben uns etwas überlegt, in dieser schlimmen Zeit, dass man gleich mit Humor nach der Gegend wirken kann. Und haben gestern ins Facebook gepostet, dass wir Corona-Impfung in Koblach machen. Ja. Wir haben da eigentlich einen ganz normalen Krapfen. Hergenommen mit Marmelade, mit alles. Streichen sie mit Fondant an, machen die Corona-spezifische Bützeli auf, was der Virus hat. Und haben mit Gin gefüllte Spritzer, wo jeder nachher, jede Kundschaft noch eine Zerline spritzen kann vor dem Verzehr und dann kann man es essen. Das ist einfach als Gaudi gedacht. Ja, heutzutage, wenn du ein kleiner Bäcker bist, musst du dir alles Neues überlegen. Und wir haben dann früher noch schon die Punschkrapfer als Minions gemacht. Und ja, halt einfach jedes Jahr irgendetwas Neues. Es kommt sehr gut an, also sie überrennen uns. Die erste Kundschaft heute Morgen hat gleich 30 Stück mitgenommen, hat sie gesehen. Ist überrascht gewesen von der Auswahl und hat gleich 30 Stück mitgenommen. Jetzt hoffen wir, dass uns der Impfstoff nicht ausgeht, so wie der Regierung auch. Also wir können eine 600 machen. Ein Kleine, was ist denn schon da? Aber trotzdem schnell sein, oder? Ja, das ist ein Kleine schnell sein und vielleicht anrufen und stellen. Ja, das wäre super. Ja.